Hallo, ich bin Bernd von wasserspatz.de und heute sind wir mal wieder im Allgäu unterwegs. Wir wollen den Gipfel des Hochgrats besuchen und dort eine kleine Runde drehen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Wir sind mit dem Auto bis zur Talstation der Hochgratbahn gefahren. Im Jahre 1971 wurde mit dem Bau der Gondelbahn begonnen, die dann 1972 eröffnet wurde. Auf den Hochgrat fahren wir, oder? Freust du dich? Na, oh, du bist immer gespannt. Wann fahrt ihr denn schon? 16:45 Uhr. Die Bahn überwindet insgesamt 850 Höhenmeter. Die Gondeln sind für 4 Personen oder maximal 320 Kilo ausgelegt. Sie fährt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 12,6 Kilometern pro Stunde. Der Hochgrat ist mit 1834 Metern der höchste Berg im westlichen Allgäu. Die Hochgratkette wurde am 4. Oktober 1963 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Von der Bergstation führt eine halbstündige Wanderung zum Gipfel und wieder zurück. Im Hintergrund kann man den Bodensee erkennen. Jetzt haben wir das Gipfelkreuz erreicht. Nach einer kurzen Pause treten wir den Rückweg zur Bergstation an. Wenn dir der Film gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ebenso freue ich mich über jeden Kommentar. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und tschüss bis zum nächsten Mal.